So, willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Go. Wir sind immer noch in der gezwungenen Genesekt-Forschung im Kapitel 2 angekommen. Ich habe auch in der letzten Folge gleich mein Käppchen angelegt, wie man hier sieht. Die Genesekt-Kappe. Ne? Grüße gehen raus an Marco, aka der, der da ist. Wir gucken mal, was es im Kapitel 2 gibt, was mich da erwartet. Wir drücken schnell die Aufgaben durch. Verwende 5 Power-Ups bei Pokémon. Verschicke 3 Geschenke an Freunde. Fange 25 Pokémon vom Typ Feuer. Wir können ja mal auf die Freunde gehen. Und wer schon Level 1 ist, der kriegt auch gleich erstmal ein Geschenk. So, hier, Deni D. Kriegt auf jeden Fall eins. Eins von 3. Killer B. Hat nicht geöffnet, fliegt wahrscheinlich bald raus. Wenn es so weitergeht, Shiggy nicht geöffnet, aber wir haben noch ein Geschenk von ihm. Hier ist schon geöffnet. Das überspringen wir mal. Gehen hier zu Blueberry. Nicht geöffnet. Mann, Mann, Mann. Das ist schwer, 3 Geschenke zu verschicken, wenn alle schon was gemacht haben und der Rest einfach nichts macht. Rainy, dem können wir eins geben. Das sieht gut aus. Ich hoffe, das ist nicht die dritte Aktion. Also die letzte für den Levelaufstieg. Nochmal weiter, weiter, weiter. Ramses Kitchen. Dem kann ich, glaube ich, nee, kann ich auch nicht. Speckrücken. Und dann sind schon die höheren Aufstiege. Dann gehe ich lieber mal hier hin und gebe in der oberen Liga mal ein Geschenk ab, dass die irgendwann Hyperfreunde werden. Sind auf jeden Fall jetzt auch 3. So, 3 mitgenommen. Power-Ups machen wir dann, wenn wir beim Raid angekommen sind. 25 Feuer-Pokémon, eben waren Glumanda im Rauch. Können wir sowieso ein bisschen nebenbei laufen lassen, immer den Rauch. Wir melden uns auf jeden Fall gleich beim Raid zurück, wenn wir das nächste Pokémon fangen. So, wir waren jetzt auf jeden Fall beim Raid. Wir gucken mal kurz nach. Was ist denn mit dir nicht richtig? Ja, guck doch. Wir gucken mal kurz nach. Nein, die Pokémon-Auswahl ist voll. Ich glaube, ich muss noch mal zurück. Aber erst muss ich irgendwas wegschmeißen. Was schmeißt man da weg? Ich habe keine Ahnung, du. Hier 26, 16. Wir müssen noch mal zurück. Ja, ich stell mich mal fix davon hin. Hallo. Ich bin doch gleich da, Bruder. Ah, ich komme noch ran, gut. Dann bin ich schon wieder da. So ist es nämlich. Muss ich aber wieder rüber. Und es ist ein Nichts. Haben wir mitgenommen. 16,73. Das fangen wir jetzt noch. Und mir ist aufgefallen, die ganze Zeit kam eher Evoli und sonst was aus dem Rauch hin und her, als ich normale Pokémon brauchte. Jetzt brauche ich ja 25 Feuer-Pokémon. Und auf einmal kommen immer zu Glumanda aus dem Rauch. Die waren vorher nicht einmal da. Ist Zufall vielleicht, weiß ich nicht. Könnt ihr mal reinschreiben, wie das bei euch war, als ihr Feuer-Pokémon gebraucht habt, ob ihr dann auch plötzlich überall Glumanda gehabt habt. Gehabt. Die Sonne brennt auf jeden Fall. Wir ziehen weiter, sammeln noch ein paar Pokis und müssen dann auch noch die 5 Power-Ups machen. So, nach 2 Tagen Wanderung und einer anderen Frisur wieder mal, sind wir jetzt angekommen, haben 24 von 25 Feuer-Pokémon. Da verfolgt mich jemand. Hier haben wir jetzt gesehen, in der Nähe ist ein Glumanda. Das müsste das 25. sein, irgendwo vor uns, bei der Schere. Das ist der Friseurladen. Da kann ich mir gleich meine Palme abschneiden lassen. Die Palme wedeln lassen. Nein, dann kann ich mir die... Bitte, flieh nicht. Bitte warte doch. Es ist doch sonst keiner unterwegs. Ich hol dich. Sag mal, haben die den Stopp verschoben? Eigentlich ist die Schere ja hier hinter mir, also auf der unteren Seite. Komischerweise muss ich die Straße überkreuzen, am Remi-Demi vorbei. Und da ist das Glumanda. Jetzt müssen wir es nur noch fangen. Wir nehmen auch extra mal eine goldene Beere. Wir sind so hip unterwegs. Das sieht aber komisch aus, du. Hauptsache der Bobbes guckt wieder raus. Nein!
Ich hoffe, das reicht. Ein großartiger Ball. Wurf. Großartiger Curve. Ball. Wurf. 49 von 50. Ja, das war noch die andere Aufgabe. Hat sogar schlecht EV. Wunderbar. Jetzt müssen wir nur noch ein was machen. Und zwar, gut, zwei was. Erstmal ein Ditchen wieder suchen. Und 5 Power-Ups bei Pokémon verwenden. Normalerweise würden die Leute ja jetzt 5 nützliche nehmen und würden da 5 Power-Ups drauf basteln. Oder halt bei einem 5 und nicht 5 verschiedene. Ich möchte aber den Sternstab nicht sinnlos ausgeben. Das heißt, ich suche mir eigentlich die niedrigsten raus. Geht das, wenn ich das hier drauf stelle? Ich suche mir eigentlich die niedrigsten raus. Mach da kurz 5 Power-Ups, damit derjenige, der den Account bekommt, den ganzen Sternstab rausballern kann und pushen, und gebe jetzt hier so möglichst wenig aus. Ihr seht, 200 Staub von WP10 auf WP20. Können wir mal machen. Nehmen hier mal das Kikugu. Kikugi heißt's. Ja, wo rennst du denn hin, Meister? Die arme Wurst. Ihr seht, sie wechseln jetzt ihren Platz. Auch hier 11 auf 24. Machen da 5 Stück. Da haben wir nämlich dann nur 1000 Staub ausgegeben. Anstatt dass wir 10.000 bei einem Großen ausgeben. Derjenige, der den Account dann bekommt, der kann einfach pushen, was er möchte. Habe ich jetzt gedrückt. Man müsste auch schon gucken, was man macht. Ne? 5 Power-Ups, auch fertig. Wunderbar. Dann können wir jetzt hier die Belohnung nämlich abholen. 1000 Sternstaub nehmen wir mal mit, 3 Sonderbonbons nehmen wir mal mit, die Belohnung, die Pokémon-Belohnung nehmen wir noch mit, da haben wir einen Laukaps, richtig schlecht, nehme ich auch keine Beere, das entwickelt ihr ja eh, wenn ihr es tauscht, also was will man da jetzt gelbe Beeren und Bonbons farmen, also bückt er sich gerade, macht er seine Hose zu, wedelt er sich, Alter, nee, der klopft sein Bein ab. Gleich macht er den irischen Volkstanz. Ich wollte doch nur mal hier entwickeln. Ach, bewerten. 15, Angriff, okay, nehmen wir mit. Und wir lösen das Kapitel auf. 3 Lade-TMs noch, 3 Superbrutmaschinen und ein heftiges Pokémon erscheint. Nämlich ein Panzer-Aeron. Hätte ja shiny sein können. Ist es aber nicht. Ich stelle euch noch mal kurz woanders ab. Sorry. So, um das Panzer-Aeron zu fangen. Ach, da nehmen wir jetzt einfach nichts, aber einen Superball schleudern hier mal drauf. Gucken mal, ob wir das so mitnehmen können. 1, 5, 3, fertig. Panzer-Aeron auch im Sack. Das war's also mit dem zweiten Kapitel. Ja, bleibt doch sitzen gemütlich. Alles gut, ich muss ja das dritte dann eh noch ansprechen hier. 10, 13, 14. Auch nicht so gut auf jeden Fall. Das nächste Kapitel ist zu Ende. Wir machen wieder extra Folge. Eben haben auch noch 2 Raids vorher gemacht mit verschiedenen Accounts durch. Da war sogar ein 100% Kobaltium dabei. Aber auf dem blauen Account, also der nützt mir eigentlich nichts. Das würde ich sogar verschicken, wenn ich Platzmangel habe oder irgendwas. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Kapitel 3. Machen das wieder gemütlich weg, hin und her. Danke nochmal an der da ist, für die 8,99 für das Ticket, weil er unbedingt wollte, dass ich die Spezialforschung mache. Es geht weiter natürlich beim nächsten Mal. Wir sehen uns. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.